Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist sehr schön, dass Sie zu diesem Lunch-Symposium gekommen sind. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige Eindrücke zu der Nützlichkeit der Messparameter des Corvis ST auch in der Glaukomdiagnostik aufzeigen kann. Es ist eine allgemein akzeptierte Evidenz, dass der Ort des Glaukomschadens die Lamina cribrosa des Sehnervenkopfes ist. Das ist natürlich eine Region, die wir sehr gut durch die Pupille beobachten können. Das ist gut für uns Augenärzte. So diagnostizieren wir ja auch Glaukom. Aber wir können natürlich zum Beispiel biomechanische Vermessungen in diesem Bereich in vivo nicht durchführen. Und für den Patienten ist natürlich hauptsächlich sinnvoll, was wir noch zu seinen Lebzeiten auch vermessen können, nicht also post-mortem. Beim Glaukom kommt es in diesem Bereich zu einem Untergang der Axone, der Ganglienzellen und vor allem, das ist das Charakteristische für das Glaukom, zu einem Untergang des Stützgewebes. Dadurch entsteht die glaukomatöse Optikusatrophie mit der ganz typischen Exkavation. Das ist also der große Unterschied auch zum Beispiel zur vaskulären Optikusatrophie. Auf diesen Bereich, also diese Lamina cribrosa, das ist dieser sensible Bereich, wo Glaukom entsteht, wirken verschiedene Kräfte ein. Das ist zum einen der Augeninnendruck, verschiedene Scherkräfte, der Blutdruck, der Druck in den Kapillaren, der Hirndruck, aber auch der Druck in der Orbita. Es bedarf eines ganz fein austarierten Gleichgewichtes, dass eben diese Region der Lamina cribrosa, da wo die Sehnervenfasern sozusagen das Auge verlassen und Richtung Gehirn ziehen, dass das stabil alles bleibt. Kommt eine dieser Kräfte außer Balance, dann können Schäden entstehen. Und es ist natürlich umso besser für die Lamina cribrosa, wenn die schön stabil ist, also wenn die gesund ist. Aber wie schon gesagt, also biomechanisch können wir an diesem Bereich in vivo nicht messen. Die glaukomatöse Optikusatrophie geht einher, richtig, mit einem Umbau und letztendlich mit einem mechanischen Versagen des Bindegewebes. Also das Bindegewebe im Bereich der Lamina cribrosa ist extrem wichtig in der Pathogenese der Glaukomerkrankung, sodass man eventuell sogar auch sagen kann, Glaukom ist auch eine biomechanische Erkrankung. Und die Veränderungen in diesem Bereich, das sind aktive Prozesse, die letztendlich durch die Astrozyten, Mikroglia und so weiter verursacht werden. Ich habe schon auch mal einen Vortrag gehört, der sagt, dass Glaukom eigentlich eine Erkrankung des Stützgewebes ist, was gar nicht so unbedingt so falsch ist. Weil hier habe ich Ihnen zwei Papillen, zeige ich Ihnen hier. Das eine, zum einen eine vaskuläre Optikusatrophie, die genauso blind ist, dieses Auge, die genauso einen kompletten Gesichtsfeldschaden hat, wie dieses stark glaukomatöse Auge. Und der Unterschied ist sehr leicht zu sehen. Hier bleiben die Gefäße mittig, der Gefäßstamm bleibt mittig, die Gefäße bleiben gestreckt. Insgesamt sieht man so eine wachsgelb verfärbte Papille, aber hier eben der Substanzverlust, das Charakteristische für die glaukomatöse Optikusatrophie mit Lateralisation des Gefäßstamms und diesen typischen abgeknickten Gefäßen. Also der Verlust von Stützgewebe ist das Essentielle bei der glaukomatösen Optikusatrophie. Ja, wo liegt nun das Problem? Wir würden gerne die Biomechanik im Bereich dieser Lamina vermessen. Das geht aber in vivo, wie gesagt, nicht einfach. Jetzt haben wir aber zwei Messgeräte, die die biomechanische Charakteristika der Hornhaut vermessen können. Das ist zum einen der Ocular Response Analyzer der Firma Reichert und zum anderen das Corvis ST der Firma Oculus. Und die Frage ist nun, ob wir Parameter, die uns diese Geräte liefern, ob wir mit diesen Parametern Rückschlüsse auf die biomechanische Situation im Bereich der Lamina cribrosa und der peripapillären Sklera ziehen können. Und wir gehen davon aus, da das Auge, also da die Hornhaut in die Sklera übergeht und die Sklera letztendlich in der Sklera diese Lamina cribrosa eingebettet ist, da wo der Sehnerv das Auge verlässt, dass das die eine Augenhülle in diesem einen Patienten ist und dass die extrazelluläre Matrix, also die letztendlich für die Biomechanik zuständig ist,
individuell genetisch bestimmt ist und dass wir ja schon Rückschlüsse ziehen können, wenn wir hier vorne messen, auf wie vielleicht die Situation am hinteren Pol ist. Ja, und das Corvus ST der Firma Oculus ist eigentlich zugelassen als Non-Kontakt-Tonometer. Es gibt einen Luftstoß auf die Hornhaut ab. Es kommt durch diesen Luftstoß zu einer ersten Applanation, dann zu einer maximalen Konkavität. Und dann, wenn der Luftstoß aufhört, bewegt sich die Hornhaut wieder in den Ausgangszustand zurück über eine zweite Applanation. Und diese Bewegung dieser Hornhaut wird durch eine ultraschnelle Scheinflugkamera vermessen, die weit über 4000 Bilder pro Sekunde liefert. Und es können hier wirklich eine Unzahl von Parametern vermessen werden, mit denen ich Sie jetzt hier nicht unbedingt langweilen möchte. Die aktuelle Software liefert 39 Parameter. So viel kann ich Ihnen nur sagen, dass es keinen einzigen singulären Parameter gibt, der jetzt besonders charakteristisch bei Glaukom verändert ist im Vergleich zu Gesunden. Also haben wir versucht, eventuell eine Kombination von Parametern zu finden. Und da war die Überlegung, dass wir schauen, ob sich gesunde Augen im Vergleich zu Normaldruckglaukomaugen biomechanisch anders verhalten. Wir haben dazu beide Augen von 70 Gesunden und beide Augen von 70 Patienten mit Normaldruckglaukom eingeschlossen. Es waren also 280 Augen. Da wir beide Augen eingeschlossen haben, haben wir spezielle statistische Methoden angewendet. Und wir haben also 7 Parameter gefunden von diesen 39, die statistisch signifikant unterschiedlich waren zwischen gesunden und Normaldruckglaukompatienten. Aber wie gesagt, es ist nicht ein einzelner Parameter, der jetzt klar da sozusagen den Unterschied machen kann, sondern diese 7 Parameter haben wir zusammengefasst dann in einen Faktor Beta. Und damit das Ganze klinisch leichter wird, haben wir diesen Faktor Beta nochmal umgewandelt durch eine Log-It-Transformation in einen Faktor sozusagen. Das ist statistisch ermittelter Faktor. Den haben wir in Dresden Dresdner biomechanischen Glaukom-Faktor genannt. Und wir haben da gesehen, dass in dieser Gruppe, die wir da untersucht haben, immerhin die Sensitivität, also die Fähigkeit, Kranke auch als krank zu erkennen, bei 76% lag. Und die Spezifität, die Fähigkeit, Gesunde auch als gesund zu erkennen, bei 77%. Das ist jetzt natürlich nicht 100%, aber wir fanden das einmal primär gar nicht so schlecht. Ich muss auch betonen, dass sämtliche Normaldruckglaukompatienten, die wir eingeschlossen hatten, behandelte Patienten waren. Und natürlich die drucksenkende Medikation auch einen Einfluss auf die Biomechanik vermutlich hat. Und diesen Einfluss konnten wir dann nicht herausrechnen. Wir sind also sehr daran interessiert, auch Normaldruckglaukompatienten zu untersuchen, die noch nicht behandelt sind, und würden Sie auch gerne bitten, wenn Sie solche Fälle haben, also frisch entdeckte Normaldruckglaukome, die noch nicht behandelt sind, dass Sie die gerne auch mal zu uns nach Dresden schicken. Wir würden dann diese Patienten sehr, sehr gerne auch untersuchen, um eben diesen Faktor dann womöglich noch auch verbessern zu können. Und man sieht, mit dieser Logit-Transformation, alles, was unter 0,5 von diesem DBGF liegt, das ist gesund, und alles, was drüber liegt, ist sozusagen pathologisch, hat Normaldruckglaukom. Der mittlere Faktor bei Gesunden war bei 0,33 und bei Glaukompatienten bei 0,67. Die Firma Oculus hat natürlich noch wesentlich mehr Daten zur Verfügung gehabt als wir und hat auch diese Faktoren ein bisschen anders gewichtet, als es in dieser Publikation gewichtet wurde, und hat eine eigene Software entwickelt und diese Software BGF genannt, also biomechanischer Glaukomfaktor. Und in der Folge werde ich jetzt nur noch von diesem BGF sprechen, weil das ist auch softwaremäßig erhältlich. Das können Sie sozusagen Ihr Corvus-Gerät damit aufrüsten. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Beispiele aus der Praxis, wo wir diesen Faktor sozusagen angewendet haben und wo er auch tatsächlich gut geholfen hat zu erkennen, ist das jetzt normal oder ist das schon Glaukom oder was ist das, ne? Und da war ein 22-jähriger Patient,
den ich Ihnen vorstellen möchte. Er wurde zugewiesen vom Augenarzt, also wirklich an eine Uniklinik. Das heißt, der Augenarzt hat sich schwer getan, hier zu sagen, ist das jetzt was oder nicht. Die Frage war natürlich, herrscht hier ein Normaldruckglaukom bei einem 22-Jährigen? Das ist natürlich eher schon vom Alter her eher sehr ungewöhnlich. Aber natürlich, man muss zugeben, dass diese Sehnerv tatsächlich nicht einfach zu beurteilen ist. Und jeder Augenarzt möchte natürlich eine gewisse Absicherung haben. Auch der Augendruck war ganz normal, ohne Therapie, da war eigentlich gar nichts, Gesichtsfeld und auch die anderen Parameter waren alle völlig unauffällig. Letztendlich haben wir die Diagnose auffällige Pupillenexkavation bei Tilted Disc aufgrund dieser hohen Myopie, die dieser Patient hatte, gegeben. Und diagnostiziert, dass das ein ganz normales Auge ist, dass das kein, es sich nicht um Glaukom handelt. Wir haben hier auch den BGF durchgeführt und Sie sehen, der BGF hat uns in unserer Diagnose hier wirklich gut bestärkt. Biomechanisch war überhaupt nichts auffällig, also auch biomechanisch komplett ein normaler Fall. Hier nun eine 29-jährige junge Kollegin, die in der Praxis ein HRT durchgeführt hat bei sich selbst und gesehen hat, dass sie eine größere Pupillenexkavation aufweist. Und sie war natürlich dann sehr aufgebracht, hat gedacht, vielleicht hat sie jetzt Glaukom. Sie hatte nie hohen Augendruck, Normaldruckglaukom. Die Diagnose hat sie sich selbst nicht gegeben. Sie hat geglaubt, sie hat ein spätjuveniles dysgenetisches Glaukom. Das würde natürlich mit einem hohen Augeninnendruck einhergehen. Also das könnte man ausschließen. Sie hat sich aber selbst schon dann behandelt mit einer Zweifachtherapie, auch verschiedene alternativmedizinische Dinge eingeführt bei sich selbst. Wir haben sie dann untersucht, weil sie die Freundin einer Assistenzärztin von uns war und sie hat dann 4 Wochen vorher diese Therapie abgesetzt, die drucksenkende. Und Sie sehen, der Augendruck ist ganz normal. Eigentlich auch alles andere war ganz normal. Und auch hier konnte uns die Biomechanik nochmal ganz klar bestätigen, obwohl zugegebenermaßen der Sehnerv auffällig war, aber wir konnten auch mit der Biomechanik sozusagen nochmal zusätzlich beweisen, dass es sich hier eigentlich nicht um ein Glaukom handelt, sie auch definitiv keine drucksenkende Therapie benötigt und nur regelmäßige Kontrollen, wahrscheinlich nicht häufiger als in 5-jährigem Abstand. Und hier der Fall eines 39-jährigen männlichen Patienten, der hat im Alter von 33 Jahren die Diagnose Normaldruckglaukom bekommen und wurde von seinem Augenarzt auch drucksenkend behandelt. Der maximale Augendruck war nie höher als 13, also voll im Normalbereich und auch sämtliche andere Befunde waren eigentlich immer unauffällig geblieben. Auch diese kam zu uns zur Abklärung. Auch hier haben wir eine Leerkurve durchgeführt. Das bedeutet, dass der Patient 4 Wochen vorher seine Therapie abgesetzt hat und wir haben gesehen, dass die Leerkurve auch völlig normal war, also nur zwischen 9 und 15, diese bisschen Schwankungen sind normal, alles andere war auch unauffällig. Dieser Patient hat eine Makropapille, das ist eigentlich natürlich, wenn jemand geübt ist, erkennt man das schnell, aber natürlich, ich verstehe, dass Augenärzte eine gewisse Absicherung gerne hätten und natürlich auch mal vielleicht schneller therapieren, damit ja nichts übersehen wird, als jetzt Therapie mal nicht zu geben. Auch hier hat uns der BGF deutlich geholfen. Sie sehen, der BGF beidseits im Normbereich. Wir konnten dem Patienten also auch sagen, selbst biomechanisch ist da hier alles ganz in Ordnung. Das handelt sich um eine Normvariante, einen großen Sehnerv und der darf auch eine große Exkavation haben. Und wir konnten hier die Therapie abgesetzt lassen. Und das auch eine Angestellte einer Augenärztin, 58 Jahre. Bei ihr war die Zuweisung auffällige Pupille und Gesichtsfelddefekt, also Defekt links. Sie hatte noch nicht die Diagnose Glaukom bekommen. Der Augendruck ohne Therapie im oberen Normbereich, dünnere Hornhaut, verschiedene Pathologien in den verschiedenen Untersuchungen. Und hier handelt es sich eindeutig um ein Normaldruckglaukom. Und auch hier hat uns der BGF sozusagen richtig gewiesen. Aber, wie ich schon gesagt habe, dieser BGF kann nicht zu 100% unterscheiden zwischen den Gesunden und den Kranken. Und hier ein Fall von einem 63-jährigen Patienten, der ein beginnendes Normaldruckglaukom hat. Sie sehen hier einen Nervenfaserbündeldefekt,
auch im BMO-Modul temporal inführe, die klassische Stelle, wo Nervenfaserdefekte entstehen, auch einen nasalen Defekt im Gesichtsfeld. Und hier hat der BGF eigentlich uns auch einen Normwert gezeigt, auch am anderen Auge. Also Sie müssen schon das noch in Zusammenschau sehen. Das ist jetzt kein Allheilmittel. Wir erkennen zunehmend, dass es schon dieser Faktor nicht bei allen richtige Aussage gibt. So sind wir eben auch noch mit der Firma Oculus sehr bemüht, diesen Faktor zu verbessern. Und wie gesagt, es wäre sehr schön für uns, könnten wir auch noch nicht behandelte Patienten mit Normaldruckglaukom in unsere Untersuchungen aufnehmen und bitten Sie tatsächlich, wenn Sie solche Patienten haben, dass Sie uns die auch schicken. Zusammenfassend kann man sagen, dass der BGF in einer Vielzahl gesunde von Normaldruckglaukompatienten unterscheiden kann. Er hilft besonders bei der Einordnung von schwierig zu beurteilenden Sehnerven und ist eigentlich eine wichtige Zusatzuntersuchung, die uns das Ausmaß der biomechanischen Komponente im individuellen Auge einschätzen lässt. Und das könnte ein Marker für eine, auch wenn der BGF gut ist, für eine reduzierte und wenn der BGF eben nicht so gut ist, für eine erhöhte Vulnerabilität des Gewebes sein hinsichtlich Augendruckschwankungen, hinsichtlich Durchblutungsschwankungen und so weiter und so fort. Nochmals, die biomechanischen Eigenschaften der Hornhaut könnten uns einerseits als Biomarker für Glaukom und vielleicht sogar auch zur Früherkennung dienen, andererseits eben auch eine gesteigerte Empfindlichkeit des Gewebes aufzeigen und uns so zu einer verbesserten individuellen Behandlung führen. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.